Professor Dr. Med. Michael Seiler, ärztlicher Direktor und Chefarzt der Abteilung Neurologie der Median Klinik in Magdeburg und Mitglied im ärztlichen Beirat des DMSG-Bundesverbandes, beantwortet uns heute Fragen zum Thema Entwicklungen auf dem Gebiet der Magnetresonanztomographie. Professor Seiler, wie hat der Einsatz der Magnetresonanztomographie die Diagnoseentwicklungen auf dem Gebiet der MS verändert? Die Kernspintomographie hat die Diagnostik und auch die Betrachtung der Erkrankung in den letzten 20, ja, kann man sagen, fast schon 30 Jahren wirklich deutlich revolutioniert. Der wesentliche Beitrag ist, dass die Kernspintomographie die Krankheitsaktivität zeigen kann, die wir sonst klinisch nicht sehen. Das heißt, wir sehen Aufflammen von Entzündung, und das wesentlich häufiger, als wir klinische Schübe sehen. Das ist einer der wesentlichen Beiträge, der auch dazu geführt hat, dass die Diagnostik sich verändert hat. Können Sie uns die Entwicklung der MRT von der Einführung etwa Anfang der 80er Jahre bis heute ganz kurz skizzieren? Wo liegen die Fortschritte? Was kann die MRT heute, was früher so nicht möglich war, zu zeigen? Es sind drei Bereiche. Einmal ist es insgesamt das Verständnis der Erkrankung, weil wir sehen durch die Untersuchung der Kernspintomographie, dass das gesamte Gehirn betroffen wird. Es sind nicht nur diese entzündlichen Herde, diese Läsionen, es ist auch der Cortex, also die Hirnrinde. Also die Betrachtung, was die Pathologie angeht, einmal hat sich wesentlich verändert, hat uns auch zurückgeführt zu Aufzeichnungen, die wir schon über 100 Jahren gesehen haben. Zweitens, wie ich schon angesprochen habe, die Diagnostik. Wir ersetzen den zweiten Schub durch bestimmte Befunde in der Kernspintomographie. Dadurch können wir wesentlich früher die Diagnose stellen und eine Therapie auch anfangen. Und drittens, das ist die jetzige Entwicklung, dass wir auch Therapieeffekte individuell uns anschauen können und zu der klinischen Entscheidung uns das sehr viel beiträgt. Worauf ist zu achten, damit die MRT-Aufnahmen im zeitlichen Verlauf der Erkrankung vergleichbar werden und damit auch tatsächlich beurteilbar, was man damit anfangen kann, sie aussagekräftig sind? Also da sprechen Sie einen ganz wesentlichen Punkt an. Es ist ganz wichtig, dass die kernspintomographischen Untersuchungen, wir nennen das einem Protokoll, also einem Vorgehen, das absolut vergleichbar ist im Verlauf. Das ist ganz wichtig, um zu sagen, hier sehen wir mehr Entzündungsherde, hier sehen wir eine Entwicklung, hier sehen wir neue Läsionen. Und das geht eigentlich nur, wenn die Technik, wenn die Methodik, wenn das Verfahren vergleichbar ist. Und da gibt es nationale und internationale Empfehlungen, die wirklich ganz wichtig sind, auch zu beachten, an denen wir auch gearbeitet haben in den letzten Jahren, um wirklich individuell das zu beurteilen. Und letztendlich, wir wollen ganz wenig Fehler machen. Und das muss also von der Methodik her vergleichbar sein. Kann eine MRT-Aufnahme bedenklich sein? Kann man beliebig viele anfertigen oder gibt es da irgendwie Bedenken, dass man sagt, na, also wie das früher beim Röntgen sozusagen gewesen ist? Also die MRT benutzt keine Röntgenstrahlen. Von der Untersuchung her kann die Kernspintomographie häufig durchgeführt werden. Gibt es keine wesentlichen Bedenken. Natürlich muss für jede Untersuchung ein Grund sein. Und das ist es für die Diagnose, das ist es, wenn wir zum Beispiel Therapien wechseln oder wenn wir auch den Verlauf uns anschauen. Und das sind gute Gründe. Wir geben auch Kontrastmittel und es sind in den letzten Jahren Informationen vorhanden, die sagen, dass hier eine gewisse Ablagerung stattfindet. Das hat aber bisher nicht dazu geführt und konnte nicht abgeleitet werden, dass es in irgendeiner Form gefährlich für den Patienten ist. Und zudem haben wir jetzt neue Kontrastmittel, wo wir davon ausgehen, dass die Ablagerung wirklich deutlich weniger ist oder fast gar nicht vorhanden ist. Und die sollten dann auch benutzt werden. Vielleicht hier nochmal wirklich darauf hingewiesen, bei jedem dieser Kontrastmittel ist es wichtig, dass die Nieren angeschaut werden, dass die Nierenwerte stimmen. Das ist etwas, was sicher im Vorfeld auch immer wieder gemacht werden muss. Vielen Dank für das Gespräch und für die interessanten Auskünfte, die Sie uns gegeben haben. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank.